Fingerübung zur Wahrscheinlichkeit. Ich nehme einen idealen Würfel und werfe ihn dreimal. Dreimal einen idealen Würfel werfen. Ideal heißt, er ist nicht gezinkt. Ideal heißt, jedes der sechs Ereignisse für den Würfel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tritt mit derselben Wahrscheinlichkeit auf, also jeweils ein Sechstel. Und ich frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal die Zahl 6 dabei erscheint? Also wenn dreimal die Zahl 6 kommt, okay, wenn zweimal diese Zahl 6 kommt, wenn einmal, das rechnen Sie mal aus. So, ich lerne, dass doch die Versuchung groß ist, ein Sechstel und ein Sechstel und ein Sechstel zu rechnen. Nein, 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 das ist es nicht. Es ist nicht ein Halb. Ich muss was zur Addition von Wahrscheinlichkeiten sagen. Wahrscheinlichkeiten haben so eine ähnliche Bedeutung wie Flächen. Stellen Sie sich eine, von mir aus, rechteckige Dartscheibe vor. Und ich werfe einen Dartpfeil auf diese Scheibe. Dann habe ich ja auch ein Wahrscheinlichkeitsexperiment. Was macht der erste Würfel? Der erste Würfel teilt die sozusagen im Verhältnis 5 zu 1. Hier kriege ich die Zahlen 1 zu 5. Und hier kriege ich die Zahl 6 raus, aus dem ersten Würfel. Das hier als Dartscheibe, eine etwas schräge Dartscheibe, das hier als Dartscheibe funktioniert wie ein idealer Würfel. Sie schmeißen den Pfeil rein, zufällig. In 5 von 6 Fällen wird er hier landen, das ist ganz schöner Pfeil geworden, so. Sie schmeißen den Pfeil rein, in 5 von 6 Fällen wird er hier landen, in dem großen Feld. Und in einem von 6 Fällen, im Mittel, wird er da landen, in dem schmalen Feld. Also diese Dartscheibe macht wahrscheinlichkeitsmäßig dasselbe wie der ideale Würfel. Und jetzt kommt der zweite Würfel. Das muss ich vielleicht mal mit verschiedenen Farben malen. Okay. Erste Würfel oder erste Wurf, wie auch immer. Und jetzt kommt der zweite Wurf. Wenn der erste 6 gewesen ist, dann gucken wir uns doch den zweiten an. Der zweite kann sein 1 bis 5 oder auch wieder 6. Oder hier vorne genauso. 1 bis 5 oder auch wieder 6. In dem Bereich. Das funktioniert jetzt so, diese Dartscheibe funktioniert so, wie zwei Würfel hintereinander zu werfen. Wenn ich mit dem Dartpfeil hier rein treffe, heißt das, der erste Würfel steht auf 6 und der zweite Würfel ist was zwischen 1 und 5. Wenn ich hier reintreffe, heißt das, beide stehen auf 6 und so weiter. Mit denselben Wahrscheinlichkeiten. Macht keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt frage, sehen Sie ein bisschen eklig zu zeichnen, wenn ich jetzt gucke, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer auf 6 ist, dann muss ich das hier nehmen. Das ist meine Fläche, mindestens einer auf 6. Mindestens einmal die Zahl 6. Und da sehen Sie, oh Mist, mit der Addition haut das nicht hin. Was hätten Sie ausgerechnet, wenn Sie ein Sechstel plus ein Sechstel gerechnet hätten? Sie hätten nicht diese rote Fläche ausgerechnet, sondern was hätten Sie stattdessen ausgerechnet bei ein Sechstel plus ein Sechstel? Genau das wäre es. Sie hätten die rote Fläche, die wir suchen, aber hier unten den rechts nochmal drauf. Ein Sechstel plus ein Sechstel. Hier hätten Sie die Fläche ein Sechstel. Hier hätten Sie die Fläche ein Sechstel. Die beiden zusammen addiert, heißt, dass Sie dieses Quadrat hier, oder Rechteck ist bei mir geworden, sorry, dass Sie das hier doppelt gezählt hätten. Beide sind auf 6. Das hätten Sie doppelt gezählt. Das ist ungeschickt. Das haut nicht hin. Vorsichtig beim Addieren von Wahrscheinlichkeiten. Sie können Wahrscheinlichkeiten addieren, wenn die Ereignisse nicht gleichzeitig auftreten. Diese Kiste und diese Kiste, die treten niemals gleichzeitig auf. Wenn Sie hier einen Kringel machen auf die Dartscheibe und hier einen Kringel machen auf die Dartscheibe, ist der Pfeil niemals gleichzeitig in beiden. Dann können Sie die Wahrscheinlichkeiten addieren. Unvereinbare Ereignisse, da können Sie die Wahrscheinlichkeiten addieren. Aber sobald Ereignisse vereinbar sind, wie hier, es kann ja beides gleichzeitig passieren. Der erste, der hier, der erste ist auf 6, der zweite ist auf 6. Es kann beides gleichzeitig passieren. Bei vereinbaren Ereignissen, Vorsicht, Sie können die Wahrscheinlichkeiten nicht einfach addieren. Sie haben zu viel genommen.
Das Phänomen haben wir hier. Also es ist nicht einfach ein Sechstel plus ein Sechstel plus ein Sechstel. Die sicherste Lösung hier wäre, mit einem Baum zu arbeiten. Ich werfe den ersten Würfel, der ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel eine 6 und mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 Sechstel keine 6. Wenn der erste die 6 war, okay, muss ich mir den Rest gar nicht angucken. Wenn der erste nicht die 6 war, muss ich mir den zweiten Wurf angucken. Vielleicht kommt da ja noch was. Der zweite Wurf ist keine 6 oder eine 6 mit demselben Verhältnis hier. 5 Sechstel, 1 Sechstel. Wenn der zweite die 6 war, okay, egal wie es weitergeht. Und der dritte, selbes Verhältnis, 5 Sechstel, 1 Sechstel, keine 6, Schmier und 6. So, und jetzt haut es dann hin. Beim ersten Wurf habe ich in einem Sechstel der Fälle die 6 gewonnen, sozusagen. Mein Ereignis tritt ein. Plus, jetzt kann ich addieren, weil ich Ereignisse habe, die sich gegenseitig ausschließen. Im ersten keine 6. Eben hatte ich gerechnet im ersten 6. Jetzt das Gegenteil. Im ersten keine 6, aber im zweiten 6. Das kann ich addieren. Das kann niemals gleichzeitig stattfinden. Dieses und dieses kann nicht gleichzeitig stattfinden. Die darf ich addieren. Gibt also 5 Sechstel mal ein Sechstel. In 5 Sechstel der Fälle habe ich beim ersten keine 6 und dann mal ein Sechstel, denn in so einem Verhältnis der Fälle habe ich im zweiten die 6. 5 Sechstel mal ein Sechstel. Und ich kann hier hinten noch die 6 haben beim dritten. In 5 Sechstel der Fälle, davon in 5 Sechstel der Fälle, davon in einem Sechstel der Fälle. So sieht das aus. Das wäre, wie es sein sollte. Also nicht ein Sechstel, ein Sechstel, ein Sechstel addieren. Ich muss darauf aufpassen, dass ich die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen addiere, die sich gegenseitig ausschließen, unvereinbaren Ereignissen. Ich finde das persönlich am einfachsten zu verstehen mit den Flächen. Stellen Sie sich hier auf der Dartscheibe irgendwelche Flächen markiert vor. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in diese Fläche oder diese Fläche zu treffen? Sie addieren die Wahrscheinlichkeiten. Aber Sie können die Wahrscheinlichkeiten nicht addieren, wenn sich die beiden Flächen überschneiden. Wenn Sie hier die Wahrscheinlichkeiten addieren, haben Sie zu viel drin. Das darf man nicht vergessen. Also Addition nur bei unvereinbaren Ereignissen. Das ist eines der Kolmogorov-Axiomen. Über den Baum hier finde ich es am einfachsten. Es gibt einen zweiten Weg, den sollten sich alle nochmal angucken, sicherheitshalber. Es gibt einen zweiten Weg durch Abzählen. Alternativ, weil es hier ideale Würfel sind, darf ich abzählen. Diese Laplace-Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit. Ich zähle die Zahl der günstigen Fälle und teile durch, ich schreibe hier einfach Hash für oder Pound für die Anzahl der günstigen Fälle durch die Anzahl der Fälle insgesamt. Das geht im wahren Leben höchst selten. Im wahren Leben haben Sie das selten, dass alle Atome sozusagen, alle Elementareignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Hier geht es, zählen Sie tatsächlich mal ab, wie viele Fälle gibt es insgesamt, wie viele Fälle davon sind günstig, mindestens eine 6. Es muss dasselbe rauskommen, auf ganz andere Weise. So, die Gesamtzahl, das ist jetzt wirklich nochmal Kombinatorik. Die gesamte Zahl. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie die aufzählen können. Sie schreiben nicht wirklich alle hin, aber Sie überlegen sich, wie man sie aufzählen könnte. Mit welcher Methode. Ich fange an, erster auf 1, zweiter auf 1, dritter auf 1. Erster auf 1, zweiter auf 1, dritter auf 2. Erst 3 und so weiter. Irgendwann habe ich 1, 1, 6. Jetzt habe ich hinten alle durch. Machen wir weiter. 1, 2, 1. 1, 2, 2 und so weiter. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann komme ich an bei 1. auf 6, 2. auf 6, 3. auf 6. Die Frage ist für die Gesamtzahl, wie viel das sind. Sie könnten jetzt versuchen, das raffiniert zu zählen. Lohnt sich gar nicht, weil es noch viel einfacher geht. Sie haben vorne 6 Möglichkeiten, unabhängig davon in der Mitte 6 Möglichkeiten, unabhängig davon hinten 6 Möglichkeiten. 6 mal 6 mal 6 Möglichkeiten, 6 hoch 3 Möglichkeiten, solche Zahlen zu bilden. Das hat übrigens auch was mit dem Zählen im Sechser-System zu tun, aber
Na, will ich jetzt lieber gar nicht weiter ausführen. Hier wieder die Warnung, nicht aus der Formelsammlung. Ich kenne das, habe das unzählig häufig gesehen in Klausuren. Da steht da plötzlich 3 hoch 6 oder 3 mal 6 oder sowas, wenn Sie jetzt irgendwie mit Formelsammlung anfangen. Verstehen Sie, was da passiert? 6 Möglichkeiten fürs Erste, 6 fürs Zweite, 6 fürs Dritte. Ich warne vor der Formelsammlung. Gerade bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Stochastik, warne ich extrem vor der Formelsammlung. Es kann nur schief gehen. Sie müssen verstehen, wie die Sachen zustande kommen. Was ist eigentlich die Methode durchs Abzählen hier, mit der Sie auf die 6 hoch 3 kommen? Die günstigen Fälle. Ich suche alle Fälle, in denen mindestens eine 6 vorkommt. Sie können zum Beispiel sich angucken, okay, eine einzige 6, alle, in denen eine einzige 6 vorkommt. Da kann sowas stehen wie 6, nicht 6, nicht 6 oder nicht 6, 6, nicht 6 oder nicht 6, nicht 6, 6. Das wären 25 Möglichkeiten hier, nämlich 5 für den, 5 für den. Das sind insgesamt 25. Hier nochmal 25, da nochmal 25. Also 3 mal 25, um genau eine 6 da drin zu haben. 2 Sechsen, eine 6 da, eine 6 da, hier nicht 6. Oder hier die 6, hier nicht 6, da die 6, hier nicht 6, so, so. Das sind immer 5 Möglichkeiten, 1 bis 5, 1 bis 5. 3 mal 5 Möglichkeiten. Und dann haben wir noch 3 Sechsen. Naja gut, 3 Sechsen ist eine einzige Möglichkeit, geht nicht anders. Wird dasselbe Ergebnis werden wie eben, zwangsläufig, müssen wir gar nicht ausrechnen. 91 kam oben raus. Muss dasselbe sein, wie wenn Sie das ausrechnen. Das wäre jetzt also rein kombinatorisch. Ich zähle ab die Laplace-Wahrscheinlichkeit. Hier funktioniert es. Im wahren Leben wird es eher selten funktionieren, dass man annehmen darf, dass alle Elementarereignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Ein dritter Weg, der kostet etwas Übung. Ein dritter Weg ist folgender. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal die 6 vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit vom Gegenteil, dass die 6 niemals vorkommt. Was ist das Gegenereignis hierzu? Die 6 kommt niemals vor. Die 6 kommt mindestens einmal vor, ist das Gegenteil von die 6 kommt niemals vor. Also ist diese Wahrscheinlichkeit 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass die 6 niemals vorkommt. Das ist noch viel leichter. 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass die 6 niemals vorkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 6 niemals vorkommt? Korrekt. 5 Sechstel, damit der erste Würfel nicht auf die 6 fällt. 5 Sechstel, damit der zweite. Und 5 Sechstel, damit der dritte nicht auf die 6 fällt. 1 minus 5 Sechstel hoch 3. Muss schon wieder dasselbe Ergebnis sein. Ganz viele Wege führen nach Rom. Wählen Sie den, der Ihnen am sinnvollsten erscheint, jeweils.